Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Bafoneurf und heute mal wirklich mit dem 5.16er Patch und mit Skarna. Denn Skarna ist ein Dude, der hat mehrere Überarbeitungen bekommen und vielleicht haben wir jetzt eine Form, die uns gefällt. Denn Riot hat ihn wirklich auf viele verschiedene Art und Weisen geändert und wir werden natürlich wieder alle Fähigkeiten durchgehen und einen kleinen Vergleich zu dem alten Skarna wagen. Denn der war ja eigentlich nicht schlecht, er war sehr aggressiv, hatte CC zur Verfügung, konnte Gegner reinziehen, aber so richtig hat er nicht ins Meta gefunden. Und wenn man aktuell auf champion.gg oder auf Lurking schaut, wird man feststellen, der neue Skarna eskaliert. Nicht nur von der Pickrate, sondern die Winrate. Die Winrate ist super groß, die ist schon fast toxic. Und das ist schön, das ist ein gutes Zeichen. Und wir werden mal sehen, was denn das Ganze auf sich hat. Beginnen werden wir da klassisch mit der Passive, denn das ist nun ein kleines Minispiel auf Summoner's Rift. Ihr seid nun in der Lage, nämlich solche Kristalle zu suchen, zu finden und einzunehmen. Theoretisch sind sie immer an den gleichen Stellen, aber Skarna ist halt nicht gerne alleine und ihr habt die Möglichkeit, diese Kristalle für ihn zu erobern. Das Ganze birgt sogar bis zu 30 Gold verteilt auf zwei Mitglieder oder mehr. Wenn ihr den alleine erobert, kriegt ihr aber 15 Gold, ein kleines bisschen Vision über das Gebiet und helft dem guten Skarna. Denn der ist nämlich damit in der Lage, unsterblich und absolut tödlich in dieser Zone zu sein. Also unsterblich nicht, aber du willst dich gegen ihn fighten. Denn der gute Skarna ist in der Lage, in diesen Gebieten nicht nur eine brachiale Mana-Regeneration zur Verfügung zu haben. Das heißt, auch ohne Blue Buff könnt ihr das Q-Spam so wie ihr wollt. Ihr regeneriert euch binnen weniger Sekunden bis aufs volle Mana. Sondern der Dude erhält noch massive Movement Speed und Attack Speed abhängig von seinem Level. Naja, und auf der höchsten Stufe sind das sowieso 150% oder so. Das ist ein Killer. Du kannst dich nicht mit dem Dude anlegen, wenn er diesen Kristall erobert hat, beziehungsweise der in der Nähe ist. Die Verteilung ist auch relativ fair, das heißt bei den größten Objekten und im Jungle eigentlich so platziert, dass Skarna immer davon Nutzen tragen kann. Beziehungsweise so gut wie bei jedem Camp. Na, ein paar Camps musst du auch mal so machen. Generell aber bin ich von der neuen Passive beeindruckt, denn es geht nicht mehr darum, irgendwie Stacks auf den Gegner zu sammeln und den dann zu betäuben, sondern einfach nur Zerstörung innerhalb dieser Bereiche. Und für das Team gilt es natürlich mitzuarbeiten und diese wichtigen Kristalle zu erobern, denn sie sind dazu in der Lage, es wird auf der Map auch so ein kleines bisschen präsentiert, aber du kannst dich halt mit Skarna da nicht anlegen. Gut, kommen wir nun zu seiner ersten Fähigkeit und zwar seinem Crystal Slash. Das ist immer noch sehr spamlastig und der Cooldown sogar runtergegangen, das bedeutet, ihr könnt sogar noch mehr spammen. Bei ihm hat sich jedoch die Schadensverteilung geändert. Das bedeutet, es hat keinen festen Wert mehr mit einer gewissen Bonus-AD-Scaling, sondern es ist nur noch von der Gesamt-AD abhängig. Und das ist gut und schlecht gleichzeitig. Auf der einen Seite ist es schlecht, das bedeutet, bei niedrigen Werten ist der Grundwert von den damaligen 60 Schaden sehr hoch gewesen. Und das Bonus-Scaling fällt zwar nicht so auf, aber er war trotzdem sehr gut. Der neue Skarna skaliert aber mit der gesamten AD und bei den Stacks ist es halt mehr oder weniger 90% seiner Gesamt-AD. Und das ist relativ viel. Gerade wenn ihr das ein oder andere Item habt, überflügelt ihr den alten Skarna sehr, sehr schnell. Hier muss aber nochmal betont werden, es ist gemischter Schaden, also magisch und normal. Und der Cooldown kann nach wie vor reduziert werden durch Champion-Attacks oder durch kleinere Wesen. Hierzu muss auf jeden Fall gesagt werden, dass er im Late-Game damit wesentlich stärker ist. Gerade das ein oder andere neue Item kommt ihm da zugute, wo seine Base-Stats erhöht werden. Und Skarnas Base-Schaden nur mit den Leveln ist absurd hoch. Er kommt da irgendwie auf 138 auf der höchsten Stufe. Das bedeutet mit dem ein oder anderen neuen Item auf knapp 200. 200 Base. Todesschaden. Das ist jetzt ohne Trinity und den ganzen Spaß. Zum Todlachen. Es muss aber noch erwähnt werden, dass er nun keine Attack Speed und keine Movement Speed dadurch bekommt. Das Ganze übernimmt nur so ein Stück weit die Passive. Hier muss aber gesagt werden, dass er, wenn er Ziele betäubt oder aufspießt, ebenfalls diese Boni erhält. Gut, seine nächste Fähigkeit ist sein Schild. Damit ist er nach wie vor in der Lage, sich zu beschleunigen und natürlich Schaden zu kompensieren. Diesmal aber nicht bezogen auf einen festen Wert, sondern auf einen prozentualen Wert von seinem maximalen Leben. Willkommen zurück im Tank Bruiser Meta. Und mit diesem Schild ist er wesentlich besser dran als der alte Skarna. Denn die Schildstärke bereits auf der ersten Stufe beträgt 12% seines maximalen Lebens. Das ist stupid viel, wenn man da keine Punkte reinsteckt. Das bedeutet, mit bereits 2800, 3000 Leben ist auf der ersten Stufe der Skarna bereits besser als der alte. Und das ist einfach nur super. Er ist brutal tanky, okay? Gut, kommen wir nun zu seiner E-Fähigkeit und zwar seinem Fracture, seinem Skillshot. Der war früher nett. Ja, das hat eine sehr, sehr hohe Reichweite, das hat den Gegner ein bisschen verlangsamt, ihr konntet aufschließen und damit Stacks auf den Gegner bekommen, um ihn dann irgendwann nach 100 Jahren zu betäuben. Jetzt funktioniert das Ganze wesentlich besser, wesentlich aggressiver. Das bedeutet, das Ding fliegt immer noch 100 Kilometer und wenn es jemanden trifft, ist dieser sofort mit allen Stacks vom früheren Skarna markiert. Ergo, ihr trefft den Gegner, geht zu ihm ran, bups, ist er mit einem Auto-Attack betäubt. Wesentlich besser, das ist so angenehm.
Denn damit wird dieser Skillshot zu einer aktiven Bedrohung und Gegner flashen sofort. Und wenn sie es nicht tut, sind sie markiert und Skarner flasht. Früher war es, na, ich werde getroffen, ich bin ein bisschen verlangsamt. Ja, das schaffe ich noch mit dem Dash. Oder ich flash erst dann, wenn er 2 Stacks hat. Jetzt musst du sofort weg, sonst bist du sofort aufgespießt. Vom Grundgedanken her nicht schlecht und natürlich wird auch wieder Bonusschaden angerichtet, wenn ihr das Ziel wirklich ausgelöst habt. Witzigerweise erhaltet ihr für die Sekunde auch die Bonus-Stacks von dem Kristall. Das heißt, ihr habt 100 Movement-Speed, ihr habt die Attack-Speed und ihr halt Mana. Also es ist ein bisschen gestört, aber es ist so. Auch wenn es nur eine Sekunde ist. Ich persönlich bin aber damit extrem zufrieden. Gut, und nun kommen wir zu einer Ultimate, die Skarner ausmacht, und zwar Impale. Damit könnt ihr den Gegner nach wie vor aufspießen. Nun kommt aber der Vorteil hinzu, dass er die Stats seiner Passive dazu erhält. Das heißt, ihr spießt jemanden auf, kriegt 100 Movement Speed dazu. Die Attack Speed nützt euch zwar nicht, aber sie ist da. Und ihr könnt den Gegner halt wirklich massiv durch die Kante ziehen. Der Schaden hat sich zwar ein Stück weit angepasst, das bedeutet, der Grundschaden ist zurückgegangen, aber ihr habt nun ein doppeltes AD-Scaling drauf. Und zwar zu 100 freaking Prozent. Das heißt, ihr spießt die Gegner auf, 100% eurer AD, ihr reißt den Stachel raus, 100% eurer AD. Und wir haben schon drüber geredet, dass der Grundschaden bei ihr mit dem ein oder anderen Item auf 200 ansteigt. Und somit macht lediglich der Bonusschaden des Stachels 400 Schaden. Ja, viel Spaß wünsche ich euch. Superschön. Ne? Skarner wird zu einer aktiven Bedrohung erst. Tanky. Er hat natürlich noch die neuen Items zur Verfügung, über die wir auch noch reden werden. Und damit wird er einfach zu einem Gank-Monster. Das heißt, ihr könnt ihn nicht mal ansatzweise battlen bei den Kristallen. Er ist nun bei den Ganks wesentlich potenter, weil ihr müsst dem Fracture ausweichen. Und die erhöhte Grundlaufgeschwindigkeit, sobald jemand aufgespießt hat, macht seine Ultimate wirklich useful. Ihr zieht den Gegner einfach bis nach Dominion. Ja, und das ist, da willst du nicht hin. Da will keiner hin. Natürlich hat aber Skarner noch die ein oder anderen Probleme. Zum einen muss er das Fracture treffen, sonst gibt es gar keine Betäubung, bis auf seine Ultimate. Und er ist natürlich trotzdem kitebar, sobald er keine Ulti zur Verfügung hat. So ein Fakt muss auf jeden Fall bedacht werden, aber das ist eine schöne Balance. Du kannst ihn outplayen und er hat trotzdem die Macht, dich aber fertig zu machen, wenn du nicht ordentlich spielst. Und das ist, finde ich, eine gewisse Fairness, die da drin ist. Sollte er aber in den Nahkampf mit dir geraten, dann time to say goodbye. Weil dann macht er dich gerade bei so einem Kristall, macht er dich völlig fertig. Aber wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, die Kristalle selbst einzunehmen und Skarner somit zu schwächen. Alles klar, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.